Hallo Leute, weiter geht's bei Infamous. Wir wurden scheinbar entdeckt, während ich hier kurz gewartet habe, bis der Part so weit war, dass ich den nächsten aufnehmen kann. Aber nun, warum kommen da noch mehr Drohnen? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, den Scheiß mitnehmen und dann weiter. Hier ist noch viel mehr davon. Okay, wir sollten den richtigen Weg gehen, ansonsten bringt es nicht allzu viel. Was? Was? Ja, das verdammte Eis, ich weiß. Ich weiß, Fetch, du kommst da nicht hoch. Aber hier kommen wir hoch. Ja, kommen wir. Und nächster Checkpoint. Ja, jagen Sie Shane hinterher. Aber liebend gerne. Echo-Team, habt ihr Walker gesehen? Negativ. Ein Sturm zieht auf. Wir holen Sie ab, wenn er vorbei ist. Wegen einem Sturm? Puh! Ah, sieh einer an. Ist er tatsächlich zu Fuß weitergegangen? Ah, er scheint verletzt zu sein. Warum hat er mit so einem schönen Fahrzeug einen Crash gemacht? Was für ein Idiot. Shit! Ich kann nicht rennen. Ah, wegen dem Schneesturm vermutlich. Okay, aber alles andere geht noch. Bewegt sich der Kerl? Ja, er bewegt sich. Da! Du Mistkerl. Endstation, Freundchen. Fetch? Komm, Süße. Was meinst du? Suchen wir einen Weg hier raus? Bleib lieber zurück. Miststück. Ich hab keine Angst vor Junkies. Immer noch nicht. Was war das alles? Da kommt noch viel mehr, mein Freund. Ich hätte dich gleich erledigen sollen. Hättest du sollen, ja? Hast du aber nicht getan. Brent ist tot. Ich habe ihn nicht getötet. Du warst es. Leck mich. Na? Wie fühlt sich das an? Wow! Hast du das gesehen, Brent? Ich werde das gerade rücken. Und wie wirst du das machen, Fetch? Wer kommt jetzt da angeflogen? Fetch? Mach keinen Quatsch, ja? Wir haben die Gefangene, Ma'am. Das Ziel wurde ausgeschaltet. Over. Gut. Sie ist soweit. Soweit für was? Für den Titelbildschirm oder was? Was ist jetzt? Wir ließen uns wieder gefangen nehmen, auf jeden Fall. Und wir sind nicht allein. Wo bringen die uns hin? Okay. Scheinbar sind wir hier schneller draußen als gedacht. Wow, 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 wow. Wer fährt denn hier? Wie, das war's jetzt? Wie, was? Das Spiel hat keine 15 Parts gedauert. Okay.
Ja, ich habe mal irgendwo was gelesen von wegen, es sei nur ein DLC gewesen zu einem anderen Spiel. Infamous weiß ich nicht was. Aber ich habe das Spiel hier richtig gekauft, so mit Hülle und Spiel-CD und so. Aber trotzdem. Das war extrem kurz, ich will mehr. Ernsthaft, ich fand das Spiel hammermäßig, hammermäßig. Ich wurde kein bisschen enttäuscht. Gameplay, Wahnsinn. Story, auch super. Missionen, cool gemacht. Abwechslungsreich, alles. Einen Typen, auf den man Hass aufbauen kann. Alles so, wie es sein muss. Grandios, warum ist es vorbei? Warum ist es vorbei? Wirklich ein Happy End ist es auch nicht. Ihr Bruder ist tot. Und sie ist... ja, wie soll man sagen? Weiter auf der Flucht. Aber sie weiß sich zu wehren. Und sie hat nichts mehr zu verlieren, seit sie ihren Bruder verloren hat. Aber sie möchte das nicht mehr, hat sie ihm versprochen. Und ich denke, sie wird sich daran halten. Sie wird ihr Leben in den Griff kriegen. Hoffe ich, nehme ich an, weiß ich nicht. Ich kenne nur diesen Teil, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Vorgänger oder ein Nachfolger oder wie es sich damit genau verhält. Falls ihr das wisst, sagt es mir bitte, es würde mich interessieren. Aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass das Spiel echt nur so kurz dauert. Echt. Ich könnte jetzt bestimmt noch in der Stadt umher laufen und diese ganzen Lumendinger da suchen, ja, bis ich alle habe und alles upgraden könnte, was es gibt. Dann könnte ich bestimmt noch, sagt mir, ja, diese Herausforderungen machen. Nehme ich mal stark an. Da kann man ja auch in verschiedenen Arenen verschiedene Aufgaben machen, habe ich gelesen. Oder wurde mir gesagt. Habe ich da nie was ausgewählt? Ich glaube, ich konnte da gar noch nichts auswählen. Vermutlich könnte man das jetzt nachträglich nachholen und diese ganzen Herausforderungen machen. Das Problem ist, wenn das Spiel jetzt vorbei ist, dann habe ich nicht wirklich Motivation, alle meine Fähigkeiten abzugraden. Für was auch? RIP Brent, ja. Rache ist süß. Fetch hat ihre Wut akzeptiert und ist ein richtiger Killer geworden. Sie haben neue Kräfte-Updates für sie freigeschaltet. Sie erhalten sie, wenn sie den Curden Key Kampfarenen ihre Fertigkeiten bis an die Grenze ausreizen. Aber warum sollten sie sich damit zufrieden geben? Wenn sie Infamous Second Son besitzen, können sie in denselben Arenen mit Delsin antreten. Mal sehen, wie weit sie es schaffen. Räumen sie in den Bestenlisten Highscores ab und schlagen sie ihre Freunde vernichtend. Toll, das war es scheinbar wirklich. Oh, wow, es gibt tatsächlich noch viel mehr. Entfesselte Kräfte sind jetzt verfügbar. Ja, aber... wie gesagt, warum sollte ich das tun? Was? Sie haben Alpha Überleben und Beta Rettung freigeschaltet. Ja, ja, ist gut jetzt. Was werden das? Das zum Beispiel. Wollen Sie noch was? Noch mehr Blitze abfeuern? Können Sie den Luftsprint zweimal, bevor Sie den Boden berühren? Ah, damit könnte ich die anderen Lumen freischalten. Oder was heißt freischalten? Bekommen. Maximal Finisher. Nahkampf-Finisher, löse eine schwere Explosion aus und füge dem Ziel und in der Nähe Schaden zu, okay? Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Durch Schwachpunkt ausschalten kämpft der Gegner für eine begrenzte Zeit für Sie. Das wäre interessant. Versklaven benötigt. Ah, verlängert einfach nur die Zeit, ich verstehe. Die Blasen werden größer, hier noch größer. 50% weiter. Schwere Explosion. Hier mehr Geschosse. Zielsuchraketen 4. 100% mehr Geschosse pro Salve. Ja, und hier ist auch noch was Neues. Neonrache entfesselt. Die Singularität zieht alles an, das nicht Niet und Nagelfest ist und sogar ein paar Dinge, die es sind. Okay, ist einfach nur eine verstärkte Version davon. Die Supernova. Ja, aber... frei bewegen, ja, das möchte ich noch gerne. Weil, ernsthaft, diese Herausforderungen... finde ich jetzt nicht so toll. Was, wirklich hierher springen? Ja, verdammt.
Ich könnte jetzt echt hier noch die ganzen Lumen ausfindig machen und so weiter, aber... Nee, wie gesagt, wenn wir die Upgrades dann nichts mehr bringen, dann ist blöde. Was sagt die Zeit eigentlich? Ja, ein bisschen können wir noch machen. Wo ist hier jemand bedroht? Hau ab! Haut ab! Lasst ihn in Ruhe, klar? Ich sagte, lasst ihn oder sie in Ruhe. Und du auch, mein Freund. So, Geisel befreit. Muss ja ab und zu mal was Gutes tun, nicht wahr? Retten Sie 10 Geiseln, dann werde ich irgendwas freischalten. Ich möchte mich mal noch mit so einem Auto anlegen hier. Ja, mit so einem hier. Los! Mach das Ding platt! Scheinbar kann ich das nicht. Okay. Diese Wagen hier sind zu sehr gepanzert. Naja, egal. Was ich noch gerne kurz tun würde, ist... Nee, kein Sorgen, blödes Rennen. Noch so ein tolles Graffiti machen. Da zum Beispiel ist eins. Wow, hier im Haus rumpelt es gerade extrem. nee, ich würde gerne hier hin. Jetzt kann ich hier einen Wegpunkt setzen. So. Hier auch. Ah, ich kann nur einen. So. Gut, dann möchte ich mir das noch kurz ansehen. Das finde ich immer gut, wenn man das auf der Karte tun kann, weil... Ja, man kennt sich halt in der Stadt nicht aus und das mit der Karte, naja. Ist besonders schwierig, wenn man noch über die Dächer kann und alles Mögliche. Aber so finde ich das echt cool. Ich bin, glaube ich, jetzt nicht da, wo ich hin wollte eigentlich, oder? Auf jeden Fall ist hier auch so ein Teil. Machen wir. Mal sehen, was es noch Schönes gibt. Ich meine, immerhin kann man jetzt sagen, ja, sie ist zurück in Seattle und lebt hier weiter. Nach diesem Ende. Ja. Was ist das jetzt? Soll das sie darstellen? So sehr ihr euch auch bemüht, mich kriegt ihr nicht klein. Scheinbar, ja. Cool. Ja, diese Bilder finde ich echt cool, die sie da macht. Deswegen hole ich mir auch noch das, was ich wirklich markiert habe. Oder ist da keines? Da muss auch eines sein. So weit daneben habe ich doch unmöglich meinen Wegpunkt gesetzt, oder? Neon entziehen, ja meinetwegen. Sonic Boom! Nee, hier ist auch eins. Cool! Was, schalten Sie zuerst alle Feinde aus? Was für Feinde? Die da. Oh. Ich wollte doch nur was sprayen, verdammt. Also lasst mich in Ruhe. Ihr stört. Ihr stört. Geht weg. Warum willst du nicht draufgehen? Was machst du da für Skulpturen? Bist du denn bescheuert? Na komm. War's das jetzt? Scheinbar nicht. Verdammt nochmal. Ich möchte doch jetzt... Oh, ihr nervigen Penner. Geht weg. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendeinen besiegt. Okay. Verdammt, ich möchte doch nur ein Bildchen machen hier. Warum darf ich kein Bildchen machen? Was ist das da noch? Weiß ich nicht. Da, was ist das Grüne da? Ah, da wird wieder jemand... Aha. Ich kämpfe jetzt für das Gute, wisst ihr? Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Und mit dir auch. Hey, hörst du wohl auf damit? So. Jetzt habe ich was Gutes gemacht, Cops. Also lasst mich bitte... ne, ihr wisst schon. Ein Bildchen machen. Da ist nur noch ein Cop. Und deswegen darf ich jetzt bestimmt mein Bildchen machen, oder? Ja, kann ich. So. Ja, das interessiert mich. Die Dinger sind cool. Ja, ich könnte jetzt noch für Recht und Ordnung sorgen in dieser... In dieser gottverlassenen Stadt, aber nö. Nö. Ich möchte nur noch hier diese Bildchen machen. Die gefallen mir echt. Halt da noch ein bisschen. So. Und was zauberst du jetzt? Ich sitze für immer auf deinen Schultern, großer Bruder. Schön. Sehr schön. Ernsthaft. Haben wir noch mehr davon? Was ist das da? Ah, die Kampfarenen. Ah ja, die müssen ja auch irgendwo in der Stadt sein. Macht Sinn, macht Sinn. Da haben wir noch so ein Graffiti-Teil.
Oh, ist das weit weg. Aber ich glaube, es ist das letzte, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und wir sind ja schnell da, würde ich sagen, oder? Das machen wir noch kurz. Liegt auch noch so halbwegs in der Zeit. Deswegen kein Problem. So, und... Wow, da war gerade ein Vogel. Habt ihr gesehen? Ich hoffe, dem geht's gut. Ich wollte dem Vogel nichts tun. Ah, dem geht's bestimmt gut. Echt so toll, sich durch eine Stadt fortbewegen. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Deswegen finde ich es umso mehr schade, dass das Spiel nur so kurz war. Ja, es stört mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Aber was soll man machen? Wenn es wirklich nur so ein DLC-Spiel war, dann frage ich mich, weswegen man es dann einfach so im Laden kaufen konnte. Das verstehe ich nicht ganz. Wisst ihr? Naja, ihr könnt mir da vielleicht mehr verraten. Wobei, muss ich jetzt wiederum sagen, ich finde Spiele, die ich wirklich in der Hand halten kann, so als Disc oder als Cartridge oder was auch immer, tausendmal besser als nur ein Download. Versteht ihr? Das mag ich einfach nicht. Oh, verdammt, das war nix. Ja, das mag ich irgendwie nicht. Und deswegen ist das ganz okay, so würde ich sagen. Aber das Ding da würde ich doch noch gerne mitnehmen. Sehr schön. Was auf dem Weg liegt, wird mitgenommen. Und da ist wieder unser tolles Fußauto, stimmt. Ha! Yeah, das Fußmobil. Warum? Warum? Ernsthaft? Ich finde das Ding super. Hier wird geballert. Ich sollte verschwinden, verdammt. Ich sollte echt verschwinden. Hier hinten kann ich noch was malen. Da. Darf ich oder muss ich zuerst jemanden abschütteln? Nee, ich darf jetzt schon. Und dann hätten wir alle Graffitis eigentlich gemacht. Glaube ich. Dann haben wir wenigstens etwas 100% gemacht. Ja. Was wird das? Wieder sie und ihr Bruder? Vermutlich, ja. Wieder mal den Mund zu voll genommen. Auch nichts Neues. Okay. Okay, haben wir jetzt alle Graffitis gemacht? Ich denke, ja. Nee. Da ist noch eines. Sorry, wenn ihr das langweilig findet. Ich möchte das noch kurz tun. Weil, wie gesagt, es ist das Letzte. Und das müsste das Letzte sein. Da ist noch so ein Dingens hier. Da ist noch... Wow, warum finde ich jetzt hier so viele? Und... Meins. Und das da drüben auch. Ja, wie gesagt, würde das Spiel noch weitergehen, dann wäre mein Sammlerinstinkt auf jeden Fall gerufen. Aber so, ne? Ich weiß nicht. So irgendwie nicht. Deswegen möchte ich wirklich nur noch die Graffitis machen. Der Rest ist mir dann relativ egal. Und hopp. Oh, das macht sowas von Spaß, Leute. Was ist das da oben? Ach so, da könnt ihr wieder auf die Jagd nach so einer Drohne gehen, genau. Und gut. Und. Ist das noch weit? Dürfte nicht sein. Dürfte echt nicht sein. Schade, dass ich das Eulencafé nicht wiederfinde. Sonst würde ich da das Projekt beenden, ja. Halt, da vorne sind die Arenen. Aber möchte ich da reingehen? Nee, ganz bestimmt nicht. Es ist eine schöne Herausforderung, aber so viel Spaß macht das dann auch wieder nicht. Deswegen, nein, danke. Sind wir nicht bald beim Eulencafé? Was zum Teufel? Was ist denn mit euch los? Ich wollte doch nur ein Bildchen machen. Und ihr, was macht ihr? Ihr ballert mich hier kaputt. So. Jetzt aber. Noch mehr gibt. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch jetzt echt nicht. So. Wisst ihr was? Ich mach das hier. Und dann habe ich hoffentlich meine Ruhe und kann mein letztes Bildchen machen. Der Regen sah auch gerade so schön aus, habt ihr gesehen? Hammer, hammer geiles Spiel. Aber leider viel zu kurz. So. Darf ich jetzt bitte? Wow, Auto steht mir nicht im Weg rum. So, jetzt darf ich. Aber das Auto steht im Weg. Es darf nicht da sein. So, es gibt ein Tier. Ja, ein Pferd oder was? Eine Kuh. Wahrscheinlich. Da noch ein bisschen. So, das müsste es gewesen sein. Sind wir gespannt.
seltene Schönheiten in der Smaragdstadt. Gut. Typisch Fetch, ja, weil ich jetzt alle Dings gemacht habe. Okay, das Eulencafé werde ich vermutlich nicht mehr finden. Doch, da ist es! Wie geil ist das denn? Cool. So, kann ich das irgendwie cool einfangen? Ja, und von vorne? So, das sieht doch schön aus. Leute, mit diesem Bild möchte ich mich gerne verabschieden. Das war Infamous First Light. Zu dem Spiel habe ich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich kann einfach nur nochmal sagen, ein Wahnsinnsspiel. Und ja, hoffentlich seid ihr beim nächsten Projekt wieder dabei. Und ja, nochmal vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.